Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Wir sind mitten im Winter. Neue Aufnahmesession beginnt, aber erstmal einen Schluck schönes, gutes, selbstgesprudeltes Wasser trinken. Prost! Das hätte es auch vor der Folge machen können. Natürlich hätte man das auch vor der Folge machen können. Aber ich habe mir gedacht, ihr könnt dann einfach auch was trinken, weil trinken ist wichtig. So. Wir kommen aber direkt auf die Kommentare zu sprechen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht weiter rauszoomen kann. Ich brauche einen Zoom-Mod. Ich würde mich teilweise gern weiter rauszoomen. Egal, fangen wir mit den Kommentaren an. Von Folge 60. Der Lu. Hallo Mello, hallo Lu. Eine echt lustige Folge. Erst siehst du nicht das Heu vor deiner Nase und später nicht das Getreide, aber zum Glück hast du beides noch gefunden. Ja, das ist diese sogenannte Spielerblindheit. Das passiert mir relativ häufig und ist tatsächlich auch bei ganz vielen anderen so, die aufnehmen. Wenn man was Bestimmtes sucht, dann findet man das einfach nicht, obwohl man schon 10-mal dran vorbeigelaufen ist. Finde ich das aber auch nervig hier. Die sollten wir mal vielleicht ein bisschen mehr verteilen, so, ne? Damit die aus verschiedenen Positionen da drauf ballern können, ne? So, weiter im Text. Dann das mit den Einzelnen, wobei die auf der rechten Seite jetzt 4x3 groß sind und auf der linken Seite 3x3. Das ging hier ums Haus, das habe ich ja noch geändert. Wenn man das nicht Symmetrie nennt, dann weiß ich auch nicht. Ja, da habe ich halt einen Knick in der Optik gehabt, passiert. Aber haben wir ja gefixt. Zur Vollversion sei noch gesagt, dass es noch nun auch eine deutsche Übersetzung vom Entwickler gibt. Sowie weitere neuen Sprachen. Ember ist in der Tat neu gekommen. Der Mod Survivor haben diesen schwarzkarierten Hintergrund im Porträt. So kann man gut die vom Spiel und Mod-Leute unterscheiden. Ob du dieses Szenario magst, sei mal dahingestellt. Es ist halt eine Militärbasis. Und wenn man sich den Test vom Entwickler durchliest, weiß man schon, dass dann nicht nur 4 Käfer angekrabbelt kommen. Ziel ist es ja, zu überleben und die Kommunikationsrelay 499 zu bauen. Das wird ganz bestimmt kein leichtes Unterfangen. Somit lasse ich mich überraschen, wie es weitergeht. So, dazu sei erstmal gesagt, dass ich mir natürlich nichts von den Entwicklern durchlese. Ich gucke mir höchstens ein Video an. Und lass mich dann eher überraschen. Und zweitens, naja, das mit den Porträts, das habe ich schon gemerkt. Gut, dass sie jetzt noch eine deutsche, normale Version haben. Die habe ich jetzt natürlich. Weiß ich jetzt nicht, ob man den Mod noch braucht, aber ich jetzt beides aktiv habe, keine Ahnung. Das eine das andere überschreibt. Muss ich mal genauer gucken. Das ist das Lager. Hier ist die Küche. Hier fehlt halt noch die Kühleinheit, ne? Das ist halt das Lager für Essen. Hier der Lager für den Rest, ne? Aber das, was hier... Hier müssen natürlich noch... Wir haben doch jetzt alle Lager, ne? Wir haben hier Holz, Stöcke, Heu. Dann haben wir hier Scrap, Erz, Stein, Ziegel, Schrott, Zement. Was ist mit den Stangen? Wir haben noch kein Lager für die Metallstangen, ne? Doch hier. Wir haben aber noch kein Carbonlager. Carbonlager käme ja hier neben die Dinger.
Weißt du was? Damit wir das dann einfach mal jetzt aus der Füße haben, machen wir hier einen Carbon-Vorratslager noch hin. Und dann werden wir das alles hier rauslöschen. So, hier wird nichts von denen mehr gelagert. Ein Stofflager fehlt noch. Gehirnparasiten. Seit einiger Zeit leide ich unter leichtem Muskelzittern, Kopfschmerzen, Verwirrung und verminderter Aufmerksamkeitsspanne. Ich habe alle anderen behandelbaren Ursachen ausgeschlossen, außer Gehirnparasiten. Ich könnte ein Gift mischen und initiieren, um zu versuchen, die Parasiten zu töten, aber es besteht ein geringes Risiko, dass ich bleibende Hirnschaden davon trage. Hau raus. Xander hat Gehirnparasiten. Mögliche. Egal. Er ist der Arzt. Wenn er meint, das ist das Richtige, dann lassen wir ihn damit. So, Erz raus. Gut, dann machen wir mal weiter im Text. Ja, zu dem Szenario. Ja, jetzt sehe ich das ja halt nicht mehr so als Aufbauspiel an, sondern eher wie bei Riftbreaker. Also Hordenabwehr-Dingens. Und wenn es mir natürlich die Mittel gibt, dann auch mehr Verteidigungssachen mit Max und Laserzäunen und sowas, ne, dann finde ich das auch in Ordnung. Ne? Dann weiß ich auch, wie das jetzt ist. Ne? Da könnten wir dann auch unsere Mauer wieder vernünftig nutzen, weil dafür ist sie dann ja im Prinzip auch gedacht. Ne? Alter, ich muss weiter rauszoomen können. Das ist ja furchtbar. Gar keinen Überblick. Aber ich bin mal gespannt, ob wir dann irgendwann überrannt werden, weil die Angriffe sind natürlich viel stärker als vorher. Krass, wir haben so viele Stöcke. So viel Stöcke kann ich gar nicht einlagern. Nun gut, machen wir weiter im Text. Folge 61 vom Lou. Guten Morgen, Mello. Guten Morgen, Lou. Schöne Folge. Also mit den Konstruktionen in anderen Szenarien... Nochmal. Also mit den Konstruktionen in anderen Szenarien verwenden kann ich heute sagen, da ich ja dein Säen plus Verkaufen-Szenario nachgespielt habe, was ich übrigens schon gewonnen habe, Glückwunsch. Das geht, denn ich konnte auch die Barriere und Max erforschen und verwenden. Jedoch hatte ich nicht alle Printer, die es so gibt. Vielleicht hätte ich die Forschung noch gefunden, wenn ich länger gespielt hätte. Wer weiß das schon? Also ich weiß es nicht. So. Das mit den Wänden hast du ja zum Glück noch bemerkt, was ich dir im letzten Kommentar angekreidet hatte. Also mach weiter so, der Lou. 64. Ich weiß nicht, ob dir die Zahl wichtig ist. Ich habe sie mal mitgesagt, weil du hast sie mitgeschrieben. So, warte, jetzt muss ich hier mal gerade mehr erfahren. Hier sind noch ein paar Kommentare, die muss ich aufklappen. Aber jetzt kommt wieder ein interessanter Name, den ich wahrscheinlich nicht aussprechen kann. Ich versuche es trotzdem, aber das kann ich ja nie. Unter Folge 56 hat Mirien Ptah. Klang eigentlich ziemlich cool so, ne? Keine Ahnung, ob man das so spricht. Vielleicht ist das auch stumpf. Das P. Ich weiß es nicht. Hey, also ich kommentiere ja für gewöhnlich nicht. Aber den Folgen hast du dreimal danach gefragt. Also hier mein Senf dazu. Das heißt, nach Kommentare betteln funktioniert. Ist natürlich nur Spaß, ne? Es ist deutlich angenehmer, dir zuzuschauen, wenn etwas langsamer zugeht.
Man kriegt ja richtig mit, was passiert. Hehe. Und Fenster sind wirklich eine gute Idee. So nach 3 Jahren Finsternis freuen sich die Bewohner bestimmt über etwas Tageslicht. Viele Grüße. Liebe Grüße. Grüße zurück. Ja, ich habe die Geschwindigkeit auf normal. Ich versuche die jetzt auch tatsächlich mal beizubehalten. Das Ding ist halt, das ist für mich so ein bisschen, ne, dann sitze ich halt hier und gucke im Prinzip auch nur zu, genau wie ihr, ne? Und warte, bis die Leute hier arbeiten und machen, beziehungsweise bis hier mal gewachsen ist. Weil ich will natürlich auch nicht zu viel Holz hier fällen. Und warum kann ich nicht weiter rauszoomen? Was ist denn das? Gelegenheit. Ich habe mich mit fortschrittlichen Heimwerkern beschäftigt und habe eine vage Erinnerung daran, wie Energiezellen hergestellt werden. Sollte es möglich sein, sie ohne eine Probe zu erforschen. Und du hast so lange gewartet, um uns das zu erzählen? Müssen wir die jetzt erforschen oder haben wir die jetzt? Leichte Max, könnten wir schon bauen. Ja, wir lassen die erstmal durchlaufen und gucken wir mal. Lungenentzündung. Es ist relativ, ja, -1 Grad. Ja, ist kühl. Wir haben noch kein Kleidungsproduktion. Wir haben Kleidung zum Produzieren. Soviel ich weiß. Haben wir irgendwo einen Schreinertisch? Wo ich nicht weiß, wo er... Hier steht er. Und er hat nur synthetische Sachen. Hm. Braucht denn wer Kleidung? Eine Mütze wäre vielleicht praktisch. Mützen, ja, okay, die Leute brauchen schon Kleidung. Okay. Wir haben robuste Händen. Dann machen wir mal robuste Beanies. Noch dazu. Wir machen mal robuste Hosen. Warum keine Thermohosen? Ganz einfach. Weil wenn ich die normalen Hosen nehme, dann kann man die auch von Sommer machen. Die müssen ja nicht ultra gewärmt werden, ja. Kann schon was kühl sein. Genauso wie hier am besten an die Kältetoleranz, also die Turnschuhe wären. Für die zivilen Leute, ja. So, dann können die Leute, denen es dann kalt ist, können sich dann Mützen schon mal anziehen. So, wir machen weiter im Text. Folge 57. Merien Pita. Wie so ein Klingone eigentlich, ne? Hab's bestimmt falsch ausgesprochen. Egal. Und schon rennen sie wieder. Du hast nochmal gefragt. Haha, die Geschwindigkeit ist zum Zusehen zu hoch. Wenn man selber spielt, verständlich. Mache ich auch oft dort nicht anders. Aber beim reinen Zuschauen, Zusehen, kann einem schon mal schwindelig werden bei der Raserei. Da kriegt man ja einen Knick in der Optik, lol. Ich versuche trotzdem dran zu bleiben. Grüße. Ja, wir spielen im Demodus. Kein Problem. Also, ich hoffe, es ist kein Problem. Ich versuche es umzusetzen, natürlich. Ich gebe mein Bestes. So, die werden weggeschreddert. Alter, wir haben ja hier noch richtig Klamotte. Hier ist ja noch richtig Klamotte drin. Und wichtig sind natürlich, dass unsere Soldaten immer gut ausgerüstet sind. Wieso hat Jean denn einen Dings? Ist ja kein Soldat. Gut, das T-Shirt wird irgendwann weggedingst. Oh, hier wird bald alles weggedingst.
Aber ich glaube, wenn es leer ist, dann ziehen die sich ja was an, ne? So, weißt du, du kannst jetzt erstmal eine Mütze anziehen. Und eine Raumschiffjacke. Damit die ja wenigstens etwas haben, ne? So, das heißt, die werden sich dann irgendwann hier auch synthetische Westen krallen. Komm, ist okay. Gibt's Hütchen. Es geht ja erstmal auch darum, dass die denen nicht kalt wird, ne? Weil Zander ist schon unterkühlt. Jetzt zieh mal die Turnschuhe an. Komm, nimm auch mal den Helm. Ein robustes Hemd. Und eine neue Raumschiffhose. So, die werden jetzt natürlich auch zerlegt. Genau wie den. Und wir machen weiter im Text. Ich muss gerade mal hochscrollen. Und zwar Folge 63, der Lou. Hey Melu, schöne Folge. Und nein, wieso zu viel auf einmal? Das erwarten doch alle von dir. Alles klar, dann bauen wir direkt die Verteidigung auf, würde ich sagen. Nein, wir warten natürlich erstmal. Wir haben keine Ressourcen. Kommt, geht gleich weiter. Ich wollte nur gerade einen noch auf Expedition schicken. Bei Erkunden war wichtig. Da schicken wir Xiao. Ich hoffe, das war jetzt keine falsche Entscheidung, aber ich glaube, Xiao war gut in physisch auch. Genau, physisch und Kampf. Das heißt, Xiao wird unsere Erkunderin. Wir haben ja vorher mal Marke geschickt, weil die hatte ja die Fähigkeit, noch andere Sachen mit zu finden. Aber sie hat, weil sie natürlich kein physisch hat, den Bauplan nicht entdeckt. Ärgerlich. So, deswegen gehen wir jetzt auch weiter auf den Kommentar ein. Was Maki von dieser Mission mitgebracht hat, war leider keine Forschung. Ich tippe mal auf eine CPU. Um zu wissen, was jemand von einer Expedition mit nach Hause bringt, einfach auf den Kreis vom abwesenden Ballon klicken. Da wird dir genau angezeigt, was jemand mitbringt und wie lange es noch dauert, bis derjenige zurück ist. Bin auf Folge 65 gespannt, wo du drauf eingehst, weil ich hinterfragt habe, ob das Szenario was für dich ist. Denn die Angriffe werden nicht einfacher. Mach weiter so. Freundlichen Grüßen, der Lou 64. Ja, wir müssen warten, bis der weg ist. Dann probieren wir das mal aus. So, und was ich dazu sagen kann, ist, ja, ich bin mal gespannt, aber jetzt sehe ich das halt auch nicht mehr als Aufbauspiel, sondern wirklich als, so wie bei Riftbreaker, als reines Wellenabwehr-Ding. Ne? Da ist das wieder was anderes. Das war vielleicht vorher auch schon so, aber vorher wollte ich es halt nicht wahrhaben. Ne? Da wollte ich halt einfach aufbauen. Das will ich jetzt auch, aber jetzt will ich halt den Aufbau wirklich auf die Verteidigung dann nachher priorisieren. Aber wie man sieht, baue ich sie halt noch nicht. Deshalb priorisiere ich sie dann doch ja nicht so viel, weil dann will ich sie auch richtig bauen. Ne? Und man hat jetzt natürlich auch viel mehr Verteidigungsteile. Mit den leichten Mechs. Ich habe im Trailer Laserzäune gesehen. Weiß nicht, hier, da sind sie. Kampfroboter. Da können wir vielleicht dann auch zurückschlagen. Ne, jetzt geht's halt wirklich auch um den Kampf.
Vorher habe ich es halt eher wie so eine Koloniesimulation angesehen, kann man sagen. Ne? Ist aber oft krank. Lungenunterzündung, Entzündung. Das ist aber nicht gut. Wie warm haben wir es denn hier? Überhaupt nicht warm. Haben wir nicht hier Heizungen installiert? Eine. Ja, eine wird wahrscheinlich nicht reichen, ne? Die Frage ist, warum sind die aus? Wir haben doch Tag. Während des Tages. Weil da Schnee drauf liegt? Ist das vielleicht das Ding? So, warte. Wie kann ich das jetzt sehen? Wo war das? Auf den abwesenden Zeitverbleib. Eine Stunde. Na, da kriegen wir nochmal... auf den Kreis vom abwesenden Ballon. Meinst du diesen Kreis? Ich glaube schon. Also verbleibende Zeit eine Stunde. Eine Sternschnuppe. Sonst werde ich erstmal hier nicht auf Strom gehen. Sondern einen schönen Heizofen hier auf der anderen Seite in die Ecke stellen. Gucken wir mal. Erkundung abgeschlossen. Ich sehe eine ovale Metallstruktur, die aus einigen Trümmern herausragte. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Waffenlager mit verstärkten Wänden, das den Absturz fast unversehrt überstanden hat. Ein Besuch wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um es zu plündern, also notiere ich mir den Ort für zukünftige Expeditionen. Geh sofort dahin. Ich habe so viel Metallschrott geplündert, wie ich konnte, und einen Laserspeer in gutem Zustand. Gut gemacht, schöner Fund. So. Ah, hier sehe ich's. Okay. Maki zieht sich was anderes an. Maki ist auch unterkühlt. Ja, ja, okay. Aber geht es sich jetzt eine Jacke holen? Okay, wir brauchen, müssen ja auch komplett neue Sachen geben, ne? So, erstmal eine robuste Mütze. Achso, Hose hat sie sich jetzt auch selber, Schuhe hat sie sich auch selber gegeben. Ja, komm, Maki ist komplett militärisch gerade unterwegs. Sonst machen wir hier bei Oberteilen auch noch robuste Mäntel. Einfach rein. So, hier haben wir erst drei Rezepte drin. Das Steak des Kochs ist drin. Und die Gemüse, Pizza und Butter. Ja, sonst haben wir noch Sachen nicht entdeckt. So, der brennt. Strom ist auch wieder da. So, ballern die jetzt? Die ballern. Gut, die Batterie, die sind halt eigentlich leer, ne? Das ist halt ein Problem. Deshalb müssen wir zumindest hier den Raum besser beheizen. Hier wird wahrscheinlich eine Heizung auch nicht reichen für so einen großen Raum. Aber ich will jetzt nicht zu viele Ressourcen erstmal aufopfern von den Metalllegierungen. Weil das bringt nichts, wenn ich jetzt überall Heizungen hinstelle. Wir könnten eher Stöcke verbrauchen. Wir können tatsächlich eher Stöcke verbrauchen, indem wir Heizöfen machen.
Können wir hier noch auf die Bank, wenn ich hier einen hinsetze? Wahrscheinlich nicht. Ich mache ihn mal hier hin. Dann tun wir in ein paar Gebäude noch die Dinger rein. Die kommen aus dem Boden. Hier habe ich natürlich keine Türme. Das ist natürlich ein bisschen unüberlegt, ne? Alle Mann mal ausrüsten. Oh, und wenn die kommen zu nah. Jetzt haben wir natürlich. Schicken die mal hier hin. Xiao geht auf den Turm. Wer war nochmal unser anderer Fighter? Ember ist richtig gut, aber eigentlich nicht interessiert daran. Egal, Amber und Jean gehen ein bisschen vor und pullen die. Sie kommen! Die können dann auch direkt geschlachtet werden. Rückzug! Okay, da kommen jetzt ein paar der Großen, aber die sind kein Problem. Ember wurde einmal angegriffen. Diese greifen immer noch nicht alle an. Vivien ist ohnmächtig. Na komm, die greifen jetzt an und dann ist durch. Zu müde. Guck mal, die essen sich gegenseitig. So, Schlachten. Schlachten, Schlachten, gute Arbeit. Es ist so weiß, es ist so komisch irgendwie. So. Wo ist denn die Waffenkammer? Hier ist eine Sternschnuppe. Xiao, wünsche ich dir viel Spaß. Hier, Trümmer der Waffenkammer. Wir brauchen nochmal so einen Kraftstofftanker im Prinzip. Ach, guck mal, die gönnen sich hier die Pfeifen. Wo ist die Werkbank? Sie steht schon drin. Sehr schön. Genau, Bandagen, Heilungsbalsam, Leder, Rauch, Blattpfeile. Tierische Fette. Machen wir nicht daraus. Vegetarisches Leder, hatten wir das noch nicht? Tatsächlich hatten wir das schon.
Synthetischer Stoff aus flüssigem Brennstoff. Machen wir erstmal nicht. Weil wir haben nicht mehr so viel flüssigen Brennstoff. Den müssen wir erst herstellen. So, interessant, dass ich hier aber keine Waffen herstelle, ne? Sonst konnte man doch an der Werkbank auch Waffen herstellen. Hier so Speere und Bögen. Ach, ich bin doof. Das muss ich doch erst hier erforschen. Könnten natürlich schon mal die Backsteinproduktion in Auftrag geben. Eigentlich will ich das Schlaftraining, aber es dauert 5 Tage. So, wir haben hier ein paar Bäume, die sind aber nicht mehr ganz in der Nähe. Die wachsen noch, die sind auch nicht ganz in der Nähe. Oh, Folge ist vorbei. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.